Zur Coronavirus-Situation im Kaliningrader Gebiet, Stand 17. März 2020. Kaliningrad-Domizil fasst wesentliche Informationen der russischen föderalen und regionalen Medien zur allgemeinen Information für deutsche Bürger, die sich im Kaliningrader Gebiet aufhalten, zusammen. Russland schließt seine Grenzen vollständig ab 18. März bis einschließlich 1. Mai 2020. Der Güterverkehr ist von dieser Schließung nicht betroffen. Diplomaten, Besatzungen von Flugzeugen, Zügen und Schiffen können weiterhin reisen. Einreisen sind für Personen möglich, die nahe Angehörige bestatten müssen. Grenzpassagiere, die in Ausnahmefällen die russisch-polnische Grenze nach Polen oder nach Russland passieren, können dies ab sofort auch zu Fuß. Durch die polnischen und russischen Grenzbehörden wurde diese Möglichkeit geschaffen. Es geht um die Bürger, die in ihr Heimatland wollen, dies aber durch fehlende Transportmöglichkeiten nur zu Fuß können. Russland hat aktuell 114 Erkrankte registriert. In Kaliningrad gibt es 5 Krankheitsfälle. 2 neue Krankheitsfälle sind am 17. März dazugekommen. Eine Frau kam aus Polen und hatte eine weitere Frau angesteckt. Bisher wurden im Kaliningrader Gebiet begonnen ab 24. Januar 2020 850 Personen untersucht. In der Selbstisolierung befinden sich gegenwärtig 450 Personen. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Ich lade Sie ein, mich ein wenig zu begleiten bei meinen täglichen Erledigungen. Die Lage in Kaliningrad ist absolut ruhig, absolut normal. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Heute früh habe ich wie jeden Tag den Fitnessclub Albatros besucht. Alles geöffnet, alles ganz normal besucht, überhaupt keine Besonderheiten zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Hier noch schnell, wir haben es jetzt so gegen 10.30 Uhr, einen Blick über den Parkplatz vor dem Fitnessclub Albatros. Also, wie sagt der Russe, zur Normalno. Es wurde angeordnet, dass alle Kaliningrader, die sich in den letzten 14 Tagen im Ausland aufgehalten haben, sich in medizinischen Einrichtungen untersuchen lassen müssen. Die Weisung wurde durch den zentralen russischen Verbraucherschutz für alle Regionen ausgesprochen und die Gouverneure für die Umsetzung verantwortlich gemacht. Der Kaliningrader Zoll informierte, dass während der Zeit der Märzfeiertage 20.000 Personen das Gebiet verlassen und bis zum 9. März 17.000 Personen zurückgekehrt sind. Wir laufen jetzt in einer Filiale der Bank St. Petersburg vorbei. Keine Schlangen, die irgendwo nach Valuta anstehen oder Rubel kaufen wollen. Absolut surnormal noch. Unbekannte haben begonnen, über verschiedenste Nachrichten und Informationskanäle Fake-Nachrichten über die Situation in Kaliningrad zu verbreiten. Die Gebietsregierung dementierte die Fake-Nachricht, dass man begonnen habe, mit Hubschraubern flüssige Medizin gegen den Coronavirus zu versprühen. Ja, und wie ich eben gerade am Bankautomaten erfahren habe, hat auch der russische Staat die Rentenkasse gestern pünktlich meine monatliche Rente für den Monat März überwiesen. Trotz gefallener Ölpreise. Zum Glück hängt also meine Rente nicht vom Ölpreis ab. Kaliningrad plant am Mittwoch den Übergang zum Distanzstudium für alle Studenten. Und wir prüfen die Arbeitsbereitschaft der Friseure in Kaliningrad. So, das Ganze. Da nur Stopp, bitte. Blogger ist Blogger.
das Ganze für 400 Rubel plus 100 Rubel Trinkgeld. Und heiße Tipps, um die gegenwärtige Situation zu überleben: ich soll Salz und Macaroni kaufen. Kaliningrad hat das System des freien Besuchs von Kindergärten und Schulen für alle eingeführt. Und wir schauen jetzt mal, wie es im Supermarkt selber aussieht. So. Auf meinem Einkaufszettel stehen Mülltüten, Handcreme, Toilettenpapier, Toastbrot, Margarine und Marmelade. Dann schauen wir mal, ob es das alles gibt. Kaliningrad hat das System der erhöhten Bereitschaft eingeführt. Versammlungen ab 300 Personen in geschlossenen Räumen und ab 600 Personen im Freien sind verboten. In diesem Zusammenhang wurden die entsprechenden Veranstaltungen, Konzerte, Festivals, Demonstrationen und so weiter abgesagt. So, Marmelade haben wir schon mal. Die Kaliningrader werden aufgefordert, die Nummer 112 anzurufen, wenn sie Verstöße gegen Festlegungen feststellen oder Personen bemerken, die gegen die Isolierungsmaßnahmen verstoßen. Toilettenpapier, heute im Sonderangebot. 12 Rollen für 100 Rubel. Auch Toilettenpapier haben wir und die Regale sind auch mit den teureren Sorten voll. In Kaliningrad haben Mediziner sich zu einer freiwilligen Gruppe zusammengeschlossen, um ältere Menschen zu Hause medizinisch zu betreuen. Es handelt sich um eine Initiative im Rahmen der russischen Vereinigung Volksfront. Außer medizinischer Betreuung werden die Freiwilligen auch Einkäufe und andere Dienstleistungen, wie zum Beispiel Gassigehen mit dem Hund, erledigen. Und Mülleimerbeutel gibt es auch. In Russland wird man einen Antikrisenfonds im Umfang von 300 Milliarden Rubel für die Unterstützung der Teile der Wirtschaft und der Bürger schaffen, die von den gegenwärtigen Maßnahmen betroffen sind und Hilfe benötigen. Handcreme als russischer Patriot kaufe ich natürlich nicht Nivea, sondern russische Handcreme. Russland plant die Aussetzung der Steuerzahlungen für Tourismusfirmen und Fluggesellschaften. Weiterhin wird überlegt, die Steuerzahlungen für klein- und mittelständische Unternehmen quartalsweise auszusetzen. Und als Patriot kaufe ich natürlich auch Margarine Kremljowskoje, Kreml-Margarine. Russland will die Einfuhr von Medikamenten zollfrei machen. Ja, und als Patriot kaufe ich natürlich auch Toastbrot, welches hier im regionalen Backkombinat gebacken wurde. Ja, zur Unterstützung der Regionalwirtschaft in Krisenzeiten. Einzelhändler haben sich an die Verpächter mit der Bitte gewandt, die monatliche Pacht zu mindern
oder aber auszusetzen, wenn die Geschäfte geschlossen werden müssen. Dort hier an der Theke werden Halbfertigprodukte verkauft. Nietzabui. Und ich habe heute meinen süßen Tag, also lasse ich mir eine Portion Milchreis frisch gekocht hier einpacken. Mach einmal. Tschut, tschut, jeschur, der Babic. Ja? Adlitschner. Ich kaufe ihn natürlich nicht zum ersten Mal, schmeckt sehr gut. Natürlich mit Apfelmus. Passiva. Man bedient hier sogar auf Deutsch. Der Nachschub klappt bei Victoria. Просто так, чтобы я могу тебе показывать на YouTube. Или не хочешь? Можно еще махать. Окей, спасибо, пока. Es nennt sich Sozialkontakte. So, nur noch schnell Blick über die Vitaminabteilung, Obst und Gemüse. Äpfel, Kilogramm, 80 Rubel, also 1 Euro. Und Apfelsinen, Kilogramm 60, 59,90 und Mandarinen 89,90. Also es ist alles da. Ich sehe auch nur sehr, sehr wenig Leute mit übervollen Einkaufswagen. Keine Hektik, keine Panik. Alles in Kaliningrad zur normalen Ort. Tschüss. So, und jetzt schauen wir noch mal in die Apotheke, die es hier gibt im Supermarkt Victoria und fragen, ob es dann Schutzmasken gibt. Добрый день. Скажите, пожалуйста, защитные там маски здесь есть? Нет? Keine Schutzmasken. Tja, keine Schutzmasken. Aber es ist nur eine kleine Apotheke. Wir versuchen es jetzt in einer anderen, größeren Apotheke nochmal. So, dann versuchen wir es mal hier in dieser Apotheke, ob es Masken gibt. Keine medizinischen Masken. Ausverkauft. Ja, das war mein Situationsbericht heute aus Kaliningrad. Tschüss.
Tschüss und Baka aus Kaliningrad.